Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 2024. Heute könnte es entweder richtig schön oder richtig schlimm werden. Ich glaube, dazwischen wird es gar nicht geben, weil wir haben mit Stade Brest und Le Havre AC die zwei wohl schwersten Gegner jetzt noch in der Liga. Beide vor uns auf 1 und auf 2. Und danach haben wir den Youth Intake, der nicht so gut prognostiziert ist, aber die Prognose ist ja immer wurscht. Also 4 Sterne sind zwar okay-ish, aber nur eine 3. Aber was am Ende bei rumkommt, schwierig. Schwierig. Ich würde sagen, wir legen los. Es sind nicht so viel passiert. Es ist eigentlich gar nichts passiert. Es hat sich nur ein paar Spieler haben sich irgendwie verletzt oder so. Aber sonst eher nichts. Wir hoffen auf das Beste heute, ne? Es wird wohl ein 4-3-3 bei Stade Brest werden. Die hatten wir in der Hinrunde natürlich schon. Und haben da 2-0 gewonnen durch Matos Pero. Ein 4-5-1, wie auch jetzt. Und zwar so. Heute mal mit Jean-Jacques auf der 8er-Position. Hab so das Gefühl, das könnte eventuell ganz klug sein, weil er so der defensivere Part ist. Also das ist jetzt eher wieder meine Aufstellung und nicht die vom Co-Trainer, wie wir das zuletzt gemacht haben. Weil anscheinend ist auch der Zauber mittlerweile etwas verflogen. Ich hoffe aufs Beste. Stade Brest ist auf Platz 1 der Formtabelle. Wir auf Platz 8. Es ist eindeutig, dass wir hier der Außenseiter sind. Aber vielleicht kriegen wir irgendwas hin. Es wird sehr schwer werden. Aber wenn wir direkt aufsteigen wollen, dann muss es jetzt und in der nächsten Partie 3 Punkte jeweils geben. Auch schon mit Regen. Ach, das war der, ne? Der Mann, ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube, den hat man gesehen. Boys, please. Ich habe vergessen, hartes Technik reinzumachen. Es wäre sehr, sehr schön, wenn wir dieses Spiel gewinnen könnten. Wir hatten in der vergangenen Folge die letzte Partie gegen SM Korn richtig gut gespielt und dann den Elfmeter verschuldet und dadurch dann nur unentschieden gespielt. Das war super, super bitter. Ja, es war vielleicht gar nicht so schlecht. Sabadi versucht die Flanke irgendwie zu bringen, kommt aber nicht vorbei. Höher, die ist gut. Ach so, Mann, der Kopfball daneben. Müssen ja auf Arnau Sola verzichten, hat sich in der letzten Partie ganz am Ende noch einen Rippenbruch zugezogen. Der wird diese Folge nicht zum Einsatz kommen können. Höher könnte Sabali schicken. Macht das. Der hat viel Platz. Der ist gut. Chermiti und eine Riesenparade. Ach so, der Ball ist noch heiß. Schießt den Gegner ab. Und zwar Ebong, den wahrscheinlich Innenverteidiger von Stade Brest. Wieder ein guter Start von uns. Aber auch wieder sind wir nicht kaltschnäuzig genug, was schon oft der Fall war in dieser Saison bisher. Gut von Höher. Passt. Perfekt. Ist egal, dass es einen Einwurf von Gegner gibt. Hauptsache erstmal den Ball stark abgelaufen. Wir haben interessanterweise nur 36% Ballbesitz und auch eine richtig schlechte Passgenauigkeit. Ist aber erstmal egal. Wir haben den besseren Eindruck bisher gemacht. Müssen wir aber natürlich drauf achten. Weil gerade hier die Pässe im Angriff sind halt die, die momentan Trash sind. Da verletzt sich schon der Nächste. Jake Sabali. Mögliche Leistenverletzung. Das ist sehr unnötig. Uriga kommt rein. Ist ja auch erst wieder frisch nach seiner Verletzung zurück. Also zusätzlich zu schlechten Spielen muss es jetzt nicht sein, dass wir auch noch viele Verletzte haben. Komm, sage ich, es gibt den nächsten Verletzten. Alles klar. Wir sollten eigentlich die harten Tacklings machen, ne? Nicht der Gegner. 2 Verletzungen in der 37. Nice. Sabali war vorher anscheinend schon angeschlagen. Kriegt hier den Ball und verletzt sich dann nach dem Tackle von Unas. Draußen geht es anscheinend gerade richtig ab. Und Ndoram, 8 Minuten später, müsste hier in der Mitte sein mit den blauen Schuhen oder lila Schuhen. Mhm. Ja, der hat sich ohne gegnerische Einwirkung verletzt. Asozial wie sie sind, hat Stade Brest natürlich sofort weitergespielt. Also, nur noch ein Wechselslot für uns. Ein regulärer halt, plus halt in der Pause. Das Spiel läuft scheiße für uns. Das Spiel läuft richtig, richtig große Kacke für uns. Man könnte überlegen, Azor rauszunehmen, Chermiti vielleicht, Bero, ja. Sein Zauber ist anscheinend auch verflogen. Gab einen einzigen Torschuss in dieser Partie, der gehörte uns. Jetzt hat der Stade Brest mal den ersten Torschuss auf deren Seite.
Ah, ich habe ja auch Rena nicht mitgenommen. Ach, weil ich Machi mitgenommen habe, aber der musste jetzt reinkommen für. Ja. Ja, Locadia kommt rein für Chemiti. Schwierige Position gegen starken Gegner natürlich. Hängt vorne alleine drinne. Gegen etwas schlechtere Gegner läuft es meistens besser, aber Sadbrest ist nicht umsonst halt alleinig auf Platz 1. Geht noch was. Aber wahrscheinlich sind die Verletzungen zu schwerwiegend. Haben auch das Tempo halt rausgenommen. Ich kann auch nicht mehr so viel wechseln. Es wird ein Unentschieden gegen den Tabellenersten. Mit quasi keiner Szene. Schade, vielleicht wäre das ohne die Verletzungen anders gelaufen. Wer weiß. Lavra hat auch nur Unentschieden gespielt. Wie immer, super viele Vereine, die Punkte liegen lassen. Aber leider auch wir und der Abstand wird trotzdem größer. Khan hat nämlich noch in der 90. gegen Versailles gewonnen. Nancy hat gewonnen, wir sind auf 5, Dijon direkt hinter uns, die gewonnen haben. Valenciennes ist auf einmal da, mit einem 2-1-Sieg. Oh Gott, ey. Eine Hüftverletzung. 3 bis 6 Monate fällt Kevin Durham aus. Ich glaube, das wird uns so langsam den Aufstieg kosten. Es sind zu viele Kleinigkeiten. Die schlechte Moral immer noch wegen dem Abstieg, wofür wir ja nichts können. Die Verletzungen jetzt. Die schlechte Moral, weil die Spieler die ganze Zeit rumhaten. Ich glaube leider, so langsam können wir uns Platz 1 und Platz 2 dann abschminken. Wir müssen aufs Playoff gehen. Also das Playoff muss ich erreichen, ansonsten werde ich wahrscheinlich auch gezündet. Aufstiegsrelegation erreichen ist das Ziel. Und dann müssen wir klarkommen mit dem Scheißmodus. Aber ich glaube, 1 und 2 können wir vergessen, wenn wir nicht gegen Le Havre jetzt gleich gewinnen. Und dann war es halt, dann waren es halt super viele Faktoren. Das lange Testen in der Hinrunde, wobei das eigentlich echt gut lief am Ende dann. Dann, dass ich alle Innenverteidiger getauscht habe im Winter, die müssen sich auch erst einspielen. Die Verletzungen jetzt. Der komische Break, den man nicht erklären kann nach dem 6:1 gegen Sochaux, wo dann auf einmal nichts mehr ging, wo wir 3 Spiele in Folge die größte Scheiße gespielt haben. Also wenn wir jetzt nicht, was haben wir jetzt noch, 8 Spiele? 7 von 8 Spielen gewinnen, dann werden wir nicht auf 1 und 2 landen. Es sind 8 Spiele, ja. Also wir brauchen 7 Siege für 1 oder 2. Glaube ich nicht dran, leider. Ich wollte eigentlich nicht 3 Jahre wieder zweite Liga spielen. Wie schon bei Aachen der Fall war. Das, was halt mini-positiv wäre, sollten wir es nicht schaffen, dieses Jahr aufzusteigen, wäre halt, dass wir das Aufstiegsmomentum deutlich besser nutzen könnten dann in der 5. Saison. Sechsten natürlich, weil in der 5. steigen wir dann auf. Also, dass wir dann nächstes Jahr aufsteigen werden, ist klar, das ist easy. Weil ich werde dann sehr, sehr viel nochmal austauschen, gerade dann auch wahrscheinlich Sabali, der immer noch rumhatet wegen dem Abstieg. Ich habe vergessen, die Scoutings zu machen. Ach, typisch. Ja, momentan sind es Azor, der halt geht, und Sabali. Der Rest hat sich mittlerweile eingekriegt. Aber da die beiden halt auch hier oben sind, ne? Azor halt beim Führungsspieler, unter anderem mit Ndoram, der ja auch so lange gehatet hat, und dann bei sehr einflussreiche sind halt Sabali und Machin dabei, die auch gehatet haben, unter anderem halt jetzt immer noch. Das kann ich halt leider nicht auffangen oder konnte ich nicht auffangen. Man kann es auffangen, aber ich habe es leider nicht geschafft. Aber ich gebe noch nicht auf. Wir haben noch die Chance. Aber dafür müssten wir jetzt halt wirklich anfangen, klug zu sein. Und wenn wir jetzt halt mit Kevin Ndora einen Spieler haben, der super wichtig ist und der jetzt fehlt, schwierig. Nancy unentschieden. Ist das eng da oben weiterhin, ey. Können wir eigentlich noch absteigen? Wir könnten auch Relegation erreichen. Abstiegsrelegation. 4-3-3 bei Le Havre, die jetzt zuvor 2 Unentschieden, 3 Unentschieden in den letzten 5 hatten. So, Jean-Jacques geht dann natürlich auf die 6. Ich glaube, ich gehe wieder aufs 4-3-3 zurück. Das macht in dieser Partie, glaube ich, mehr Sinn.
mit Machin und Bero. Dann kommt Jorena auf die Bank mit, dann haben wir halt keinen Sechser, aber haben wir auch so nicht. Na, mach mal lieber Trilli. Okay. Auch wenn ich pessimistisch bin, ab jetzt gilt's. Ab jetzt müssen wir halt wirklich alles gewinnen. Und dann können wir halt noch. Wieder zwei. Es waren Azor und Sabali, die keinen Bock hatten. Ja, da muss ich mir natürlich. Wow! Schon wieder. Okay. Ja, das. Natürlich toll. Trilli verletzt sich in der dritten Minute. Mal schauen, wie es passiert ist. Da ist er. Kriegt hier den Ball. Und wird dann getackelt von Ramirez. Ja. Super. Und schon wieder ein Wechselslot weg. Oh, okay. Also kriegt den Ball geschenkt. Machin und Germiti. Nice. Sehr schön. Lucky, weil Machin hat ihn niemals so gewollt, aber nehme ich. Boah. Auch hier vorher bei Azor richtig lucky und dann Paulo Vitor zum Glück mit der Grätsche, mit dem Grätschenball auf Cermiti. Ich muss mir dann halt, falls es auch nicht klappen sollte, natürlich an die eigene Nase fassen, weil die Kaderplanung dann halt null war. Dann hätte ich eben Azor und Sabali verkaufen müssen. Nur ich bin halt so naiv gewesen und dachte, das wird nicht so viel ausmachen. Weil sie ja dann auch getroffen und Vorlagen gemacht haben, ne? Aber anscheinend haben sie dann doch die Gesamtmoral des Teams zu sehr torpediert. Gerade weil sie ja auch einflussreich und sehr einflussreich sind und whatever. Oh, du bist doch vor dem Ball! Ja, das ist dann halt einen zu großen Impact hatte. Hein, boah! Ich meine, der wäre daneben gegangen, aber wichtig, dass Hahn rangegangen ist. Kahn führt durch ein Eigentor von Le Mans. Und Hahn hat diesen Ball sicher. Wir hatten halt einen Torschuss und der war drinne. Das war sehr lucky. Also wir sollten hier nicht davon ausgehen, dass wir eine bessere Mannschaft sind oder so. Hahn geht nicht raus. Oh. Und Paulo Vitor hätte fast seinen Fehler wieder gut gemacht. Jetzt auf das 4-5-1 gehen. Dann in der zweiten Halbzeit nach irgendwie 5 Minuten wieder aufs 4-3 gehen und dann auf das 4-4-2. Das könnte eine gute Idee sein. Um Le Havre zu. Na, nicht zu verwirren, aber halt. Oh, ja, gut, dann darf sowas aber auch nicht passieren. Halt beschäftigt zu halten, dass die Spieler halt hin und wieder andere Rollen einnehmen müssen. So gut, wie gesagt, funktioniert die KI nicht. Das hatten wir ja schon als Thema. Aber dass sie halt ständig andere Aufgaben erfüllen müssen und dadurch vielleicht auch ein Schrittchen zu spät sind. Nach dieser Szene würde ich vielleicht wieder auf das 4-3-3 wechseln. Sabali. Oh, Schiri. Aber wir hatten noch letztens erst so ein Spiel, oder? Wo eine rote Karte gar nichts ausgemacht hat. Oder war das in meinem anderen Save? Ich glaube aber, das war hier. Okay. Le Havre in Unterzahl. Das war eins dieser drei Spiele. Ne? Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass es hier war. Ja, das Bordeaux-Spiel war das. Gleich das erste. Wo alles doofe angefangen hat. Okay, 4-3-3. 2-0 machen. Auf 4-5-1 zurück. Und schön wär's, wenn das Spiel dann vorbei wäre. Sabali mit einer 6-5. Ja, sollten wir rausnehmen. Erstmal schauen, was Azoro noch hier hinkriegt. Mit Newcourt. Jean-Jacques probiert's mal. Ja, kein schlechter Versuch. Aber eben auch kein guter. Urega wird reinkommen. Die Konkurrenz scheint mal wieder so zu führen. Die sieht gar nicht so schlecht aus, aber Bero ist leider zu klein.
Bitte nicht schon wieder so ein Bordeaux-Spiel. Stade Brest wird auch 2-0 gegen Versailles. Eckball, Machin, der sieht gut aus. Chermiti kommt nicht hoch. Eigentlich ist er hochgekommen, aber irgendwie hat er den Kopfball verpasst. Höher. Na. Vorsicht, Jungs. Unten ist Platz, aber Chermiti ist auch in der Mitte auch frei und macht ein Tor. Ich habe den halt ausgeblendet und ich weiß nicht warum. Ich hoffe, ich habe ihn einfach ausgeblendet, weil ich ihn nicht gesehen habe und nicht mal im Abseits ist. Aber es ist leider doch Abseits gewesen. Hätte man lieber unten gespielt. Schade. Ja. Azor wäre die bessere Variante gewesen. Aber hey, hinterher immer schlauer. Immer. Okay, Leute, was machen wir jetzt? Also seit der roten Karte kommt nichts mehr von Le Havre. Aber das 4-3-3 ist ja auch immer so, man kann sich auskontern lassen. Gehe ich jetzt auf das 4-5-1 zurück oder ist genau das der Fehler, dass ich dann zu passiv bin, zu ängstlich und vielleicht genau diesen einen Moment, weil Le Havre muss ja auch irgendwann aufmachen, diesen einen Moment verpasse, wo ich dann halt den Todesstoß quasi setzen könnte. Und Warner Hahn hat sich leicht verletzt. Oh, hm? Ferro, oh, Chemiti, nee, aber Orega, oh, Krei. So. Vor dieser Szene habe ich mich jetzt gefürchtet, dass Le Havre mal weit in unsere Hälfte reinkommt und den Ball kontrollieren darf. Oh, warum gehen wir da nicht ran? Newcow, bitte. Und dann ist da die... Oh Gott, das ist kein Abseits. Oh, Warner Hahn! Muah, Dankeschön. War anscheinend im Abseits. Egal. Egal. Knutschi ist trotzdem relevant. Okay, Zeitspiel und jetzt nochmal ein Jalo. Ich habe halt auch keinen Stürmer, der halt reinkommt und einfach pacen kann, ne, quasi. Das ist auch echt doof gewesen, Kaderplan. So, den anderen habe ich nicht mehr, weil wir in der dritten Minute wechseln mussten. Oh, Big Points. Big, Big Points. Sieg gegen den Tabellenzweiten. Oh, Mann, ey, nice. Wichtig, nice und wichtig. Nice-ig. Nancy unentschieden, hatten wir gesehen. Dijon hinter uns hat gepunktet. Die bleiben punktgleich mit uns. Valenciennes bleibt auch dran mit 45 Punkten. Auch 3-1 gewonnen. Stade Brest ist weiterhin leider weg, weil die gegen Versailles gewonnen haben. Caen gewinnt nach dem Unentschieden gegen uns. Und bleibt damit auch 4 Punkte von uns entfernt. Ne, Quatsch. Sorry, ich habe falsch geschaut. 6 Punkte von uns entfernt. Und auch Gorgam hinter uns ebenfalls gewonnen. Es ist so unfassbar eng weiterhin. 10 Punkte nach 27 Spieltagen zwischen 1 und 8. Aber ich glaube, Stade Brest ist jetzt quasi durch. Wir hätten gegen die gewinnen müssen, dann hätten wir da noch eine Chance gehabt. Also ich darf quasi... Ein Armbruch! Was haben die mit den Armen und Rippen und so? Handprellung zum Glück nur. Scheiße, es ist zu wenig. Ja, es ist zu wenig, glaube ich. Wenn wir die beiden hier gewonnen hätten, würde es anders aussehen. Aber die hier, ne? Das sind die Dinger. Hier haben wir es verloren. 9 Punkte mehr. Und wir wären easy auf der 1. Aber haben wir halt immer leider nicht. Ja. Und deswegen wird es wahrscheinlich, wenn dann nur Aufstiegs-Playoff. Aber auch da müssen wir halt fighten. Absteigen können wir nicht mehr, yay. Aber das ist halt nicht das Ziel gewesen. Ja. Ich würde mir so sehr wünschen, dass es trotzdem irgendwie geht und ich nicht die ganze Zeit um diese 3 Spiele trauern müsste. So, nach dem Spiel werden wir dann den Juventus wahrscheinlich... Wobei, letztes Jahr kam der ja relativ früh. Vielleicht haben wir ihn jetzt auch gleich. Aber jetzt so um die Phase dann gleich. Wir haben ja auch schon die Hälfte des Monats um. Ist jetzt auch nicht so die krasse Prognose. Juventus kommt wohl jetzt bald, sagt er, nachdem die Hälfte des Monats schon um ist. Ach man, ey. Ich bin mir echt nicht so sicher, was wir noch machen sollten, ne, mit der Kaderplanung. Weil am Ende des Tages haben schon sehr viele enttäuscht. Aber es ist dann halt auch die zweite Liga, falls, ne, wir es nicht schaffen sollten. Das ist halt die Sache.
Wenn ihr was grummeln hört, dann ist es mein Bauch. Ich bin mal wieder auf dem Trip, wo ich anscheinend kein Frühstück esse. Zeigen wir mal, wann haben wir denn? Wir haben danach, ne? Jo, also spätestens, also wir werden diese Folge noch haben. Ja, Jalot hat sich verletzt, sollte aber bis zum Spiel nur vielleicht klappen, vielleicht auch nicht. Also Rot wahrscheinlich eh spielen. So, wir haben unseren Give and Take. 5 Sterne sind es dann doch noch geworden. Und 2 Flügelflitzer. Jean Fall ist ein Linksaußen. Ja, mental muss er noch sehr viel aufholen. Aber dafür hat er jetzt schon gutes Dribbling, was ganz nett ist. Ja, ich meine, Shadow-Spiel ist jetzt nicht so wichtig. Nervenstärke ist halt sehr schlecht bei ihm. Haji Hussein. Er hat schlechte Zielstrebigkeit, aber 14 Abschluss, nicht schlecht. Ein bisschen langsam, das kriegen wir aber noch hin wahrscheinlich mit seinen 15 Jahren. Die beiden sehen gut aus, jo. Ich meine, so oder so musst du ein bisschen machen. Dann haben wir Idrissa Die, der ein Torhüter ist, noch ein bisschen bräuchte und sehr verletzungsanfällig anscheinend ist. Ai. Kalidou Gomis. Oh. Nett. Starke Startwerte. Schade, dass er nicht volles Potenzial hat. Kann sich natürlich noch ändern. Aber 15 Ballannahme, 15 Passen, 14 Technik. Mit 15. Die Physis, da müssen wir dringend dran arbeiten. Sehr, sehr nett. Werde ich gleich mal machen. Ne? Ich habe gerade bei den ersten beiden vergessen, die Verträge zu machen. Gefällt mir sehr gut. Also Gummis, wenn der mit dem meisten Talent wäre, wäre es schön. Oder schön näher. Ah, komm, machen wir 700. Hauptsache, ich kriege die Klausel hier rein für Vertragsverlängerung. Haji Hussein, machen wir das Gleiche. Werden natürlich ihre Namen und Nationen höchstwahrscheinlich noch ändern, wenn die Mitglieder vom Kanal hier die Chance bekommen, die Tokens, die sie haben, einzulösen, um den Spieler zu benennen. Hatte ich jetzt Jean Foll schon? Nee. So, machen wir... Nee, 600 erstmal. So, zack, zack. Zack, zack. Und dann natürlich noch die Klausel für ein weiteres Jahr. Na, komm schon. So, was haben wir noch so? Die hatten wir noch. Da habe ich jetzt keinen Vertrag gegeben. Muss ich mal noch schauen. Aber ich glaube, auf meiner Liste musste ich. Von daher gebe ich ihm gleich mal einen Vertrag. Außerdem hat er dann wahrscheinlich noch so viel Potenzial, dass ich auch gar nicht mit mir vereinbaren könnte, den auszusortieren. Jetzt schon. So, Gummis hatten wir. So, dann haben wir Yannis Roger, der ein Innenverteidiger ist. 1,83 groß. So lala-Werte, ne? Also geil ist er nicht. Aber wer weiß, wie er sich noch entwickelt. Kriegt erstmal einen Jugendvertrag. Elli Ritter. Ein Stürmer. Naja, würde ich jetzt erstmal nicht nehmen, weil wir haben Jünd. Dann haben wir Mathieu Maréchal. Noch ein Stürmer. 1,68, ui. Ja, weiß ich noch nicht so. Da müsste ich halt wirklich erstmal nachschauen am Ende der Folge. Pierre-Yves Vetter. Sieht gefühlt etwas besser aus als die anderen. Evan Dominguez, ein Rechtsverteidiger. Auch der sieht gefühlt ein bisschen besser aus als die anderen. Ahmed Blaise. Ausdauer 3, Balance 4, Kraft 4. Ein physisches Monster. Mercier, auch ein Rechtsverteidiger. Mit wenig Tempo. Nicolas Kaufmann. Auch hier nicht so brutal. Aber ganz ehrlich, wenn die Spieler da oben, ne, die 3-4 gut sind, dann ist das wieder ein guter Youth-Intake, den man gerne so mitnimmt. Man kann ja nicht jeden Intake irgendwie 15 Spieler haben, die volles Potenzial haben. Gerade nicht bei einer großen Nation, wo dann auch andere Vereine gerne gute Jugendspieler hätten. Aber ich, also wenn hier Fall, Hussein, Gummis gut sind, dann wäre ich schon zufrieden. Glaube, die sind auch stark.
werde aber, wie gesagt, am Ende der Folge dann nochmal, also offscreen, die ein bisschen einsortieren. Erstmal spielen sie jetzt gegen unsere aktuelle U19. Und wir werden auch so unfassbar viel machen müssen im Sommer, ne? Und ich glaube jetzt nach der Partie jetzt werden wir auch Schluss machen für heute. Dann heute etwas kürzer, weil die Spiele jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen kurz waren. War jedenfalls so das Gefühl. Dann kann ich da noch richtig schön viel scouten. Und wir konzentrieren uns dann auf die Spiele. In den nächsten drei Folgen ist, glaube ich, ein bisschen viel, ne? Ich glaube, dann nur noch zwei Folgen. Ich guck mal kurz. Müssten aber nur noch so 6 Spiele sein, ne? Hier gibt es nichts Neues, außer dass die Jungs ihre Verträge unterschrieben haben. Trainingsdurchschnittsnote geht zum Glück etwas höher wieder. Es sind noch 7 Spieltage, ja. Dann haben wir 2 Folgen, 3 Spiele. Ich überlege gerade, ob ich das wirklich mache. Es ist halt auch wieder die Frage, ob wir dann wirklich ins Aufstiegs-Playoff gehen oder nicht, ne? Weil dann haben wir noch ein paar Folgen für diese Saison. Das sind die Spieler, die für ihre Nationalmannschaften nominiert wurden. Da ist, glaube ich, keine Überraschung dabei bisher. Das wussten wir alles. Ich habe die Scouts schon mehr vergessen. Aber so wird das ja nichts, ne? Mit diesen, was wir ausgerichtet haben, 47 Tagen oder so. Mann, Markus, bitte. Darf ich mehr Scouts haben? Nee, darf ich nicht fragen. Okay, 6. gegen 8. heißt für uns, ist es ganz wichtig jetzt zu gewinnen, damit wir wenigstens die auf Abstand halten. Waren wir nicht vorher auf einem Aufstiegs-Playoff-Platz? Nee, ich habe mich, glaube ich, vertan. Ja, ich habe mich, glaube ich, vertan. Ja, dass wir da wenigstens sagen, okay, Boys, haltet mal die Backen jetzt unter uns. Wir, sag mal, wir waren doch vorher auf dem Aufstiegs... Ach, weil Dijon gespielt hat. Mann. Genauso verwirrt wie meine Spieler. Also wir ergänzen uns perfekt. Es ist ein 4-3 bei denen. So, Trilli wurde ja auf brutalste Art und Weise der Arm gebrochen. Der muss raus. Jalo kann, Punkt. Machen wir mal Jaurena rein. Boys, please. Eben war gut. Jetzt besser und dann schön. Wichtig sind jetzt die anderen Ergebnisse. Also aus eigener Hand werden wir es nicht mehr schaffen können. Wir sind mittlerweile 3. in der Formtabelle. Unser Gegner ist auf Platz 9. Naja, die Form ist auch okay. Mittlerweile, aber... Die Tabellenposition halt nicht. Dijon hat ja gewonnen. Starten mit dem Gegner, kriegen den Ball nicht rausgeteilt. Oben ist super viel Platz für Mergem und der trifft zum Glück nur die Latte und Bero hat Bock auf noch eine Szene. Und dann haben wir den zum Glück erstmal geklärt. Wenig bisher von uns, wenig bisher von allen anderen auch auf den anderen Plätzen. Jetzt hat Le Mans nochmal die Führung gemacht gegen Stade Brest. Das könnte noch mal interessant vielleicht werden um Platz 1. Aber ich habe es euch ja auch gesagt, wir müssen 7 von 8 Spielen gewinnen, wenn wir da irgendwie mitreden möchten. Bisher haben wir 1 von 7 davon erreicht. Ich habe mal auf Offensiv gestellt, weil es hilft ja alles nichts. Also, schöner Ball auf Bero, schöner Ball auf Jaurena. Aber leider kein Vertrauen in den eigenen Abschluss irgendwie, ne? Das war halt so ein Geschiebe. Nee. Ich glaube, bei der Variante mache ich es weg, dass da 2 auf dem kurzen Pfosten stehen. Die stehen sich gefühlt eher selber im Weg, als dass sie Gefahr ausstrahlen können für den Gegner. Nee. Aber holt sich den Ball schnell wieder zurück. Das ist okay. Solange man sich den Ball sofort wieder zurückholt, ist ein Ballverlust gar nicht so schlimm. Die Dose jetzt weit nach vorne gekommen. Macht hoffentlich jetzt die... Ja, der gut. Oder? Oh, der eine, ne? Boah, der ist ganz schwierig hier. Der Giroud. Wird er nicht Olivier sein, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, yes! Nice! Sehr schön.
Ja, Giroud war noch super weit hinten. Der hatte hier nämlich den Ball rausgeklärt. Der dann halt. Oh, echt. Brille aufsetzen gefühlt. Ah, oh, ja, guck mal das lange Beinchen an. Natürlich, das lange Beinchen. Sehr schön. Gut, jetzt gehen wir aber auf kontrolliert zurück. Können ja auch gerne bei kontrolliert das 2:0 machen. Stade Brest liegt weiterhin hinten. Krass. Aber haben wir ja noch eine komplette Halbzeit. Wir haben ja schon oft genug die ganzen anderen Vereine gesehen, wie sie dann in der 90. noch den Siegtreffer gemacht haben oder den Ausgleichstreffer. Da nimmt sich ja gar keiner irgendwas in dieser Saison. Stade Brest hat den Ausgleich gemacht. So viel dazu. Ah, Eckball. Picard bringt ihn rein. Giammitti nicht perfekt geklärt. Ducouré nochmal raus auf Picard. Der ist gefährlich und leider drin. Das würde ich gerne hinkriegen, dass wir das besser hinkriegen. Wow, Versailles führt gegen Le Havre. Dass wir halt diese ganze Situation mal komplett entschärfen. Wir kriegen sie halt in der ersten Instanz kriegen wir die halt irgendwie entschärft. Aber dann kriegen wir den Ball halt nicht so rausgespielt, dass der zum einen natürlich gut für uns werden könnte oder zum anderen halt gar nicht wieder gefährlich werden könnte. Lieber würde ich halt daran arbeiten, dass der gar nicht mehr gefährlich werden könnte, als dass es direkt ein Konter für uns werden könnte. Aber ja, so macht man sich halt auch wieder viel kaputt. Weil der erste Kontakt, den man dann hat, ne, man kriegt den Ball ja irgendwie raus, aber dann halt wieder direkt zum Gegner. Nancy wird gegen Kahn. Alter, es ist so unfassbar eng. Jetzt kann da wirklich noch alles passieren, leider. Viel zu viel Platz, meine Güte. Jungs, 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 viel ist nicht mehr. Vielleicht auch wieder ein bisschen zu zögerlich gewechselt. Urega kommt rein für Sabali. Ich glaube nicht, dass ich Sabali noch behalten möchte nächstes Jahr. Und Machin kommt rein auf der 6. Wir sind ja so oder so schon die ganze Zeit offensiv unterwegs. Es ist zu wenig, Jungs. Es ist zu wenig. Machin, hat der nochmal eine gute Idee? Gerade reingekommen. So in der Rückrunde bisher meistens blass geblieben. Der ist gut. Bero. Der ist gut. Urega, nein! Halt den Ball doch einfach flach. Einfach gar kein Selbstvertrauen mehr in die eigenen Fähigkeiten unserer Spieler. Viel zu viel Platz für El Ouazzani. Aber schießt auch daneben. Ah, Le Havre hat natürlich auch noch den Ausgleich gemacht in der 89. Es ist zu wenig. Es ist einfach zu wenig. Und wie so viele andere spielen auch wir unentschieden. Stade Brest unentschieden. Caen hat verloren. Nancy ist momentan der Big Winner. An diesem Spieltag, Le Havre auch unentschieden. Alle treten auf der Stelle. Es ist und es bleibt brutalst eng einfach. Also Dijon und Nancy sind die Sieger dieses Spieltags. Ach Mann, ey. Wie soll ich das hinkriegen? War Stade Brest schon in diesem Ding, wo ich gesagt habe, wir müssen... Nee, ne? Warte mal, das sind 6. Also ich muss ab jetzt alles gewinnen. Dieses eine Spiel, was ich nicht gewinnen muss, was ich gerade gesagt habe, das ist jetzt schon passiert, gleich am zweiten Spiel, oder im zweiten Spiel. Nancy und Dijon hier, boah. Ich will eigentlich gar nicht aufhören, aber wir müssen jetzt aufhören. Scheiße, 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 ey. Dass wir es einfach nicht gebacken kriegen, auf einmal nicht dieses eine blöde Gegentor zu kassieren oder den Sack halt zuzumachen selber. Mann, ey. Die Defensive haben wir minimal nur verstärkt, ne? Ja, das wird ein krasses Saisonfinish, die nächsten beiden Folgen. Es kann halt alles passieren. Von Platz 1 bis Platz 10 ist noch alles drinne für uns. Scheiße, ey. Es hat halt wirklich keiner geschafft, sich irgendwie mal abzusetzen.
Gut, Stade Brest immer noch 4 Punkte Vorsprung. Ja, die werden wohl voraussichtlich auch wirklich gewinnen. Aber der Rest halt, ne? Wir müssen echt gucken, wo wir bleiben. 6 Spiele haben wir noch. Die nächste Folge gibt uns 3. Und dann die übernächste auch nochmal 3. Und dann hoffe ich, dass wir es mindestens ins Playoff schaffen. Aber ja, die Chance, dass wir das schaffen, ist momentan etwas gering, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Mal gucken. Versailles und Le Mans, 18 und 17. Das wird wahrscheinlich auch eine Riesenherausforderung werden in der nächsten Folge. Wir gucken, wie es passt, wie es kommt. Ne? Also Leute, bis zur nächsten Folge am Mittwoch. Bis dann. Tschüss.